Da sind wir wieder, liebe Leute, und heute heißt es dann wirklich mal frisch ein Feld öffnen, und das ist Kirby's Adventure. Ja, Kirby's Adventure mit dem Nonic zusammen, wie immer. Und erst malt ihr einen Kreis, dann die Augen, zum Schluss ein Smile. Und presto, es ist Kirby. Ja. 1993, du musst mir überlegen, wie lange das her ist, ne? Das ist übrigens mein Lieblings-NES-Spiel. Es hatte Speicherpunkte damals? Ja, man konnte speichern. Das ist das einzige Spiel, was ich jemals im Wii-Shop-Kanal runtergeladen habe. Und ich habe das sehr geliebt als Kind. Ja, und ich habe es als Let's Play gehabt. Adeli! Und es laggt immer noch wie Sau. Oh je. Aber allein für NES-Verhältnisse ist das Spiel schon krass, finde ich. Cool ist, man kann ja einfach über die Gegner rüberfliegen. Ja, wenn man das Spiel nicht spielen will, kann man das machen. Oh. Na komm. Kirby hat ja auch viele, viele Fortsetzungen gehabt, aber ich muss sagen, Kirby ist eins immer noch der einfachsten Spiele von allen. Wobei dieser Teil gar nicht so einfach ist. Das ist, glaube ich, sogar der schwerste von den richtigen Kirby-Spielen. Echt? Oh mein Gott. Ja. Fand ich jetzt nicht, aber... Doch, das ist schon schwer hinterher. Also am Anfang nicht, aber hinterher wird es schwerer. Ich glaube, das ist sogar einer der Teile, wo ich nicht gespeichert habe. Die Boni sind nun mal sehr schwer. Das Spiel speichert eigentlich automatisch. Von daher. Nee, ich meinte speichern in Form von Emulator speichern. Ach so. Musstest du das bei anderen Teilen machen oder was? Nein, deswegen ja. Ich habe ja nur den gespielt, aber die anderen Teile habe ich ja auch gespielt. Also ich fand eigentlich die neueren Kirby-Teile, die ich alle gespielt habe, einfacher als den hier. Ja gut, du warst ja auch damals klein, als du es gespielt hast. Ja, ich hab's aber auch heute schon wieder ein bisschen gespielt, weil ich kenne das Spiel ja sowieso. Und allein, dass du in den neuen Kirby-Spielen blocken kannst und sowas, macht's halt schon einfacher. Das ging ja hier noch nicht. Aber alles andere konnte Kirby ja schon. Das Einzige, was halt ein bisschen störend ist, ist das Laggen. Aber es ist jetzt ein Doppel-Lag. Nein, nein, nein! Oh, verdammt. Na komm, werf die Bombe. Und tschüss. Und das ist jetzt noch einer der ersten Gegner im Spiel. Hinterher werden die halt schwerer vom Movement her und du hast halt nicht so viel AP hier, wie in anderen Kirby-Spielen. Beziehungsweise es gibt nicht so oft Heilung. Hier gab es auch noch keine Secrets, ne? Nee, also ich glaube, ja doch gab es schon, aber später erst. Was erwartest du vom ersten Level oder vom zweiten? Secrets on Mars. Genau. Wobei, ich glaube, in 3DS-Teil gab es in einem der ersten Level in Easter Egg, da gab es so einen Hallraum. Wo dann quasi der Firmenname stand. Energie. Los, hol dir die Tomate. Ernsthaft? Kannst du zurück in die Gegner, müssen ja neu spawnen, falls da andere Fähigkeiten sind. Der gibt dir keine Fähigkeit, der Gegner da. Oder so. Nothing. Achso. Damit wäre das gegangen. Wobei der Gegner, den du gerade gegeben hast, der Nothing gegeben hat, gegessen hast, der hat ja später beim Bomben gegeben bei den neueren Teilen.
Nur hier tat er noch nichts. Und hier haben wir das erste Mal Kirby als Link. Naja, hier noch nicht. Push A. So, dann würde ich sagen, damit es perfekt ist, yay, übergebe ich mal das Steuer an den Nonic. Aber wir spielen erst das Minispiel. Das ist toll. Wir wollen den großen Kirby haben. Für One-Ups. Das ist ein ganz simples Minispiel. Man muss einfach A gedrückt halten, bis der Kran drüber ist. Und dann über den Kirby loslassen. Der große gibt zwei One-Ups, der kleine gibt einen. Ich hoffe, da bleibt auch dran. Weil es ist sehr schwer eigentlich, das Spiel. Ja doch, der sollte dranbleiben. Aber ja, ja, ich habe auch perfekt mit sich positioniert. Das habe ich nur vorhin die ganze Zeit nicht geschafft. Das war jetzt eher Glück als Verstand. Und direkt vier One-Ups. Ach, dieser Sound, dieser alte. Bisschen, ja, okay, ist boah, echt, ist echt gewöhnungsbedürftig mit Input-Lag, ja, okay, ich verstehe dich. Oh je. Das kann ja lustig werden. Den Input-Lag hast du natürlich beim Emulator nicht und wenn du es halt lokal spielst, auch nicht, ne? Ja, ich hab's ja schon gespielt, da hatte ich gar keinen. Das ist jetzt nur, weil wir. Oh wow, ich hab bei mir den Gegner schon zerhauen gehabt, ne? Und dann hat er zurückgespult. Na super, jetzt ist das Item weg. Oh je. Gönn dir ruhig. Na komm, flieg hoch. Wie gesagt, ich finde das Spiel einfach, weil du kannst einfach alles, fast alles fressen. Und dann hat sich das ja erledigt, ne? Also. Und eigentlich kannst du auch noch gut drüber. Das Schwere an Kirby sind eigentlich immer die Bosse. Also die normalen Level sind eigentlich nie besonders schwer. Ich sollte einfach vielleicht nicht rennen, dann sollte das gehen mit Input-Lag. Das war mein Fehler wohl. Und er fängt wieder an zu rennen. Ja. 300 IQ. Aber liebe Leute, freut euch schon mal auf die nächsten Folgen, denn da kommt noch ein kleines Schmankerl hinzu. Ui. Ja. Ja, komm, du mich auch. Ich kann's halt. Und wenn man ganz oben landet, gibt das direkt ein One-Up. Der Nonic hat halt Skill, ne? Das ist übrigens das Museum, da gibt's immer in jeder Welt verschiedene Items, die man einfach hier ausrüsten kann. Hier jetzt zum Beispiel das Schwert. So, dann schauen wir uns jetzt noch Welt 4 an. Feld 4 ist er. Ich hab halt früher mehr gedrückt, aber ja, okay. Welt 4 ist, glaube ich, sogar die Bosswelt, ne? Nee, Boss hat immer ein extra Level eigentlich. Also, hiernach dürfte noch ein Boss-Level kommen. Bam. Fang. Oh je. Ja. Hat man dich genatzt? Warum mich? Ja, weil er einfach drüber gesprungen ist. Hab ihn trotzdem gekriegt. Ja klar. Kann man die eigentlich einfrieren? Okay, kann man. Sehen aus wie Spinies. Oh je, jetzt habe ich Input. Ja. Hat der ein Glück.
Noch ein Glück. Ach ja, stimmt. Skill. Und das ist dann der Superstern Kirby. Nein, das ist Super Lolli. Bam, 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 bam. Da hat diesmal nicht geklappt. Eigentlich musst du nur, wenn du ganz unten bist, A drücken. Das reicht schon. Okay. So, dann mach noch den Boss kommen. Mach den noch schnell. Okay. Das wobei, das jetzt schwer wird mit 2 HP und ohne Item, ne? Ich glaube, ich lasse mich einfach einmal von dem besiegen schnell. Zeigen, habe ich ja so gesagt. Oder zeigen. Zeig nochmal eben den Boss, genau. Vielleicht schaffe ich ihn ja auch so. Da ist der erste Boss, den man auch so aus diversen anderen Spielen kennt. Von Kirby und natürlich auch von Smash Brothers. In Smash? Ja, gibt's den auch in der Stage. Ah, stimmt, ja. Die N64 Stage von Kirby. Genau. So, das war dann Kirby's Adventure, einer mit der ersten Auftritte von Kirby. Ich bedanke mich jedenfalls ganz herzlich fürs Zuschauen. In der Ice Cream Island geht es nicht weiter für uns, aber für euch kann es da weitergehen, wenn ihr euch Nintendo Entertainment, Nintendo Switch Online Service entsprechend runtergeladen habt und das spielen wollt. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, sage danke an die Nonic und bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tro, haut rein. Tschüss. Tschüss.